wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Guten Morgen, herzlich willkommen, guten Tag, wann immer Sie auch heute zuschauen zum erneuten Thema unseres Remscheider Wirtschafts-ABCs, dem Format der ABC Unternehmensgruppe. Unsere Unternehmensgruppe, wie Sie wissen, Personaldienstleistung, Unternehmensberatung, Projektbeteiligung. Heute mit dem Thema Arbeit, ja bitte, Burnout, der kann mich mal, auch für uns in unserer Firma ein großes Thema, denn wir haben mit Menschen, mit Firmen und mit diesen Situationen zu tun. Ich darf Ihnen noch einmal vorstellen heute hier in dieser Runde, wir haben es per Mail angekündigt, Herrn Dr. Hilger. Er ist leitender Arzt hier im Klinikbereich Psychiatrie 2 in der Stiftung Tannenhof und Herrn Rainer Lange, er ist der DRK-Pressesprecher hier in Nordrhein-Westfalen und mich kennen Sie bereits. Mein Name ist Alexander Lampe, als Geschäftsführer, Gesellschafter gemeinsam mit Thorsten Westhoff hier in der ABC-Unternehmensgruppe. Viel zu reden haben wir heute. Burnout, ein schwieriges Thema oder auch vielleicht nicht. Wir werden ein bisschen was hier heute mit Sicherheit diskutieren können. Schön, dass Sie beide Zeit gefunden haben, heute Morgen bei dem schönen Remscheider Wetter hier bei uns vertreten sind. Herr Lange, vor einigen Wochen war ganz prägnant in allen Medien die neue DAK-Studie zu lesen. Da ging es aber mehr um den Arzneimittelmissbrauch. Sind das die ersten Vorboten für einen Burnout, für das, was wir heute hier besprechen? Wie erleben Sie das aus Ihrer professionellen Sicht einer Krankenkasse, eigentlich der führenden angestellten Krankenkasse hier aus der Region? Also Vorboten direkt sollte man nicht sagen, dann würde man vielleicht etwas dramatisieren. Wir stellen fest, dass vermehrt Arbeitnehmer zu Mitteln greifen, zu Arzneimitteln, um ihre Leistungen nach oben zu bringen, um die Stimmung aufzuhellen. Natürlich gibt es einen gewissen Zusammenhang mit psychischen Zuständen, mit Angstzuständen, mit Leistungsdruck. Und das sind natürlich Dinge, die wir dann auch beim Thema Burnout wiederfinden. Herr Dr. Hilger, Sie sehen das jeden Tag vor sich in Ihren klinischen Bereichen. Ist das zusammenhängend, auch nach Ihrer Meinung, oder sehen Sie da eine Vermischung von verschiedenen Tatsachen oder von verschiedenen Argumenten, auch in der öffentlichen Diskussion? Naja, es ist ein bisschen schwierig. Also insgesamt führt dieser Begriff Burnout ja eher zur Verwirrung. Das ist ja mittlerweile so ein Schlagwort geworden, wo man im Grunde alle psychischen Zustände irgendwie einordnet. Das bringt uns aber eigentlich nicht weiter. Wir müssen schon ein bisschen differenzieren. Also das, was man gemeinhin ursprünglich unter Burnout verstand, waren ja eher so depressive Verstimmungszustände, die möglicherweise durch Belastungen am Arbeitsplatz entstehen. Aber es geht natürlich wesentlich weiter und vor allen Dingen das, was ja auch in der DAK-Studie rausgekommen ist, dass eben gerade Suchtmittelkonsum in der letzten Zeit deutlich zugenommen hat bei vielen Betroffenen. Das kann eine Vorstufe zu anderen psychischen Störungen sein, aber es kann natürlich auch eine relevante Abhängigkeitserkrankung daraus entstehen. Und vermeintlich versuchen dann eben die Betroffenen, ihre Leistungsfähigkeit dadurch zumindest für einige Zeit zu erhöhen oder irgendwie andere Defizite, die sie selber spüren, subjektiv dadurch zu kompensieren. Kann man das denn schon sagen, dass man damit anfängt und es am Ende dann vielleicht dann doch zu diesem heutigen Thema zum Burnout führen kann oder muss? Das kann, es muss aber keineswegs. Ja. Nein, nein, auf keinen Fall. Aber das ist natürlich weit verbreitet. Also wenn wir über Medikamente sprechen, ist es ja eine Palette, eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, wie man versuchen kann, seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Psychopharmaka sind ja nur ein Teil, ja, um zum Beispiel die Stimmung zu verbessern. Ja. Aber eben die größte Gefahr sind Medikamente, die eben ein hohes Abhängigkeitsrisiko dann auch in sich bergen. Jetzt müssen Sie, Herr Lange, ja dafür sorgen, dass die Menschen gesund bleiben, auch aus Eigennutz, damit die Kassen ihre Beiträge hoffentlich weiter gering halten können, auch im Sinne der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam. Vor einigen Wochen war zu lesen, im November in der Welt, auch aus den DRK-Bereichen, weniger leiden an Burnout, weil es eigentlich Depression ist. Ist das nicht dann die Schwierigkeit, dass man, wie gesagt, eben schon alles in einen Topf wirft und gar nicht so differenziert, auch aus Sicht der Krankenkassen? Genau, Dr. Hilger hat es gerade schon gesagt. Wenn man sich das mal genau anschaut, das haben wir über das Jahr 2013 gemacht, Burnout ist ja eigentlich keine klassische Diagnose, es ist eine Verschlüsselung, die der Arzt aufschreibt, wenn noch nicht ganz klar ist, was passiert. So, das kommt circa bei 10% der insgesamt psychischen Erkrankungen vor. Also das heißt, der weitaus größere Teil sind Depressionen, Angstzustände und so weiter, die ganzen Sachen bis hin zu Schizophrenie. Also das wird nur dann genommen, wenn man das nicht klar einordnen kann.
da zeigt sich schon dran, weniger als 10%, dass es gar nicht das große Problem ist, Burnout, sondern man kann es wirklich klassifizieren und dann auch gezielt behandeln. Denn von der Diagnose kommen wir ja zu einer Behandlung. Das ist wichtig. Ich glaube, dass Burnout in der Öffentlichkeit sehr hoch gespielt wird, weil es auch klassische Beispiele gibt. Sven Hannawald, der Skispringer und andere, die sich dann auch zurückgezogen haben, um wieder mit sich selbst klarzukommen, um ihre Psyche wieder in Ordnung zu bringen. Nichtsdestotrotz, Burnout, dieses Ausgebranntsein, hat irgendwo eine Ursache, dieser Zustand, der muss differenziert diagnostiziert werden, da ist der Fachmann dann an der Reihe und dann kann man natürlich was dagegen tun. Nichts, was der Arbeitgeber nicht auch tun kann. Also am Arbeitsplatz kann man schon eine Menge machen. Ein gesundes Arbeitsklima, Vorgesetzte, die darauf eingehen, da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die wir als Krankenkasse dann natürlich unterstützen, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Aber gerade so die sozialen Medien zeigen ja, ich habe das mal gegoogelt, wie man so Neudeutscher macht, ich glaube 43 Millionen Einträge zum Thema Burnout. Da wird ja eine richtige Industrie draus im Grunde genommen, dass man ja von Selbsthilfegruppen über Bücher, über Seminare, Moorbäder ganz, ganz viel machen kann, um dem vorzubeugen und vielleicht zu wissen, was einem denn gerade vielleicht fehlt. Ist das für Sie eher hinderlich, diese Informationsflut in Ihren Therapiegesprächen oder in Ihren Behandlungen? Oder hilft das im Grunde, Herr Dr. Hilger? Da wollen wir sagen, wir müssen es ja so nehmen, wie es ist. Ja, wir können uns ja auch nicht abkoppeln jetzt hier von der Mediengesellschaft. Das ist Fluch und Segen des Internets natürlich auch. Viele Informationen sind natürlich auch schlicht falsch oder gehen in eine falsche Richtung zumindest. Und das macht es dann nicht immer ganz einfach für uns, die wir ja im Grunde schulmedizinisch eben auch ausgebildet sind. Und viele der Betroffenen melden sich dann auch nicht unbedingt beim Arzt, sondern gehen woanders hin, was dann manchmal wirklich schwierig ist, wenn es also esoterisch ausgerichtet ist, was leider nicht so selten vorkommt. Und genau da ist das Problem. Wir haben eben diesen Begriff und da fällt alles drunter und irgendwie glaubt ja mehr oder weniger jeder, sich auch zu diesem Thema äußern zu können. Das macht es nicht unbedingt leichter. Schimpfen Sie genauso über diese Flut an Falsch und Fall und Fehlinterpretationen oder Fehlmeldungen in der öffentlichen Wahrnehmung? Gerade als Pressesprecher müssen Sie jeden Tag da den Briefkasten voll haben mit Aktivitäten. Was müssen wir tun, um aufzuklären? Richtig, also die Mails von Kurorten und von sonstigen Anbietern in der Richtung, die häufen sich schon. Und wir sind da also wirklich der Meinung, dass man sich dem Experten, sprich dem Arzt, anvertrauen muss, um rauszukriegen, was wirklich Sache ist. Diese Seltenheit eigentlich der Burnout muss man einfach nochmal verdeutlichen, vielleicht mit einer Zahl. In Nordrhein-Westfalen wurde nur jeder 540. Mann und jede 390. Frau wegen Burnout echt krankgeschrieben. Das heißt, bei allen anderen Krankschreibungen, auch im psychischen Bereich, wurde eine echte Diagnose aufgeschrieben, die man dann auch behandeln kann, ganz gezielt mit Therapien. Da braucht man keinen falschen Zauber oder esoterische Sachen, die an der Sache vorbeigehen. Manches nützt vielleicht, weil man selbst dran glaubt, das ist dann auch schön, aber es gibt, glaube ich, viele Probleme, die bei den Patienten, bei unseren Versicherten dann ohne eine echte Behandlung auch zu einer Verschlimmerung führen können. Da kann dann ganz was anderes passieren. Ja, das heißt, ich sollte jetzt nicht, weil ich mich heute mal schlecht fühle, trotz des Sonnenscheins ins Netz gehen und einen Selbsttest machen, ob ich Burnout gefährdet bin, da sollte ich lieber den Fachleuten glauben. Gibt es da irgendwie Hilfsmittel oder Erkennungssignale, Merkmale, um selbst festzustellen, ich muss mal kürzer treten oder ich muss mich dann auch in eine Behandlung, Therapie begeben? Was kann man da nutzen? Was gibt es da als ehrlich gute Sachen? Herr Lange, Herr Dr. Hilger. Also wir haben jetzt im Aachener Bereich mit einer Kooperationsfirma ein Projekt aufgesetzt, wo die Beschäftigten durch einen Telefontest, der auch computergesteuert abläuft, erstmal ermitteln können, ob ein Grundbedarf da ist, also ob irgendwas nicht mehr ganz richtig ist mit den Dingen, wie sie ablaufen sollten am Arbeitsplatz, im Privaten. Und das würde dann weitergeleitet natürlich an Ärzteteam, wo man dann wirklich mit Medizinern spricht und tätig wird. Aber das ist so eine ganz frühe, um so ein ganz frühes Stadium der Erkrankung rauszukriegen, der psychischen Erkrankung allgemein. Und da würde natürlich auch so ein, ja, ich fühle mich so ein bisschen nach Burnout, würde da sich auch widerspiegeln. Also das ist das, was wir testen im Moment und anbieten können. Da müssen Sie ja schreien, wenn da ein Computer die Aussage trifft, Mensch, geh mal zum Fachmann oder nicht. Naja,
Schreien hilft ja auch nicht. Das Problem ist einfach komplexer. Also die meisten, die ja da drin stecken, diesem Problem, nehmen das ja erstmal gar nicht wahr, spüren das ja gar nicht. Sie merken ja nur schleichend, dass sich etwas mit ihnen verändert. Andere in der Umgebung nehmen das ja auch viel früher wahr. Und dann ist es oft, wenn man darauf angesprochen wird, eher so, dass man das ja abwehrt und sagt, na, es ist alles schon in Ordnung, ich mache weiter so. Das ist ein ziemlich kompliziertes Muster, was dahinter steckt. Und das Problem ist auch, dass es eigentlich nicht dann direkt zeitnah unbedingt Hilfe gibt, dann wenn es eigentlich notwendig wäre. Natürlich sagen wir, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, ne, aber Hausärzte können auch nicht so viel dann in so einer Situation machen, vor allem wenn man sich überlegt, dass sie kaum Zeit haben für ihre Patienten. Zu einem Psychiater zu gehen, ist auch nicht immer die Lösung, weil die Wartezeiten sind entsprechend lang. 6 bis 8 Wochen, je nachdem, wenn man bislang noch nie bei einem gewesen ist. Psychotherapeuten, also Psychologen, haben hier in der Region eine Wartezeit von 4 bis 6 Monaten. Also es ist relativ schwierig. Ja. Da können dann mal so Selbsttests im Internet zumindest mal erstmal so ein bisschen Signale geben, Hinweise geben. Aber eigentlich kommt es ja dann darauf an, wer nimmt sich dem Ganzen an. Dass er dann wirklich auch mal ein Gespräch mit einem Fachmann führen kann, der sich auch entsprechend die Zeit nimmt. Und dass man dann eben sagt, das sind jetzt keine Befindlichkeitsstörungen, sondern es geht deutlich weiter. Also das ist aus meiner Sicht im Moment ein großes Problem und auch nicht wirklich gut gelöst. Was sind jetzt Merkmale? Ich habe jetzt Rennen unter den Augen, ich bin müde, platt. Oder ja, man fühlt sich ständig erschöpft, ne? Fühlt sich natürlich den Anforderungen nicht mehr gewachsen, die Stimmung ist einfach nicht mehr gut, man hat keine richtige Freude, auch weniger Interessen, also man hat auch den Ausgleich im Privaten dann einfach nicht mehr. Also man ist so erschöpft abends, dann setzt man sich auf die Couch oder auch in den Wochenenden hat man keine aktive Freizeitgestaltung. Also das können natürlich Hinweise sein. Ja? Und da ist es wichtig, dass man eine gewisse Sensibilität hat. Und wenn wir jetzt nochmal über den Arbeitsplatz sprechen, natürlich wäre es ganz wichtig, dass Dienstvorgesetzte auch diese Sensibilität hätten. Auch entsprechende Schulung. Da gibt es aus meiner Erfahrung schon auch noch nach wie vor große Defizite. Wobei es jetzt also mich als Unternehmer ärgert, ganz ehrlich, dass eine Berufsgenossenschaft jetzt hergeht und es erstmal pauschalisiert und sagt, wir brauchen jetzt Belastungsaufnahmen für den einzelnen Arbeitsplatz, um die psychischen Belastungen hier einzugrenzen, was ja dem Profi schon vielleicht schwer fällt, den einzelnen Arbeitsplatz von 42 Millionen Menschen dann zu erfassen. Wie soll es dann dem laienhaften Unternehmer gelingen und sehr lange vielleicht aus Sicht der Krankenkassen, macht sowas denn überhaupt Sinn, jetzt die Bürokratie zu bewegen, um ein vielleicht dann doch eher kleines Thema, was groß geredet wird, in den Griff zu kriegen? Also das ist ja das Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement, BGM. Was wir unterstützen, aber unterstützen kann man nur etwas, was eine Firma auch will. Also das ist mal das Erste, dass also die Firma, die führenden Köpfe das wollen und auch bereit sind, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Analyse macht, die Ergebnisse zu akzeptieren, darüber zu sprechen und dann auch was zu verändern. Diese Bereitschaft muss in Deutschland sicherlich noch ein bisschen weiter wachsen, sage ich jetzt mal pauschal. Es gibt viele gute Beispiele. Und wenn man dann so eine Analyse macht, und die darf sich nicht nur eben darum drehen, ob der Bildschirm richtig zum Fenster steht, sondern auch, ob diese psychischen Belastungen vielleicht zu groß sind, dann müssen die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Und dann sprechen wir auch über Führungskräfte, inwieweit die geschult sind, inwieweit die geeignet sind. Meiner Auffassung nach, das beobachten wir auch immer wieder in Studien, werden viele Führungskräfte sehr nach fachlichen Dingen ausgesucht, aber weniger nach Führungskriterien. Und Menschenführung ist, glaube ich, der wichtigere Punkt an der Stelle. Das ist ein altes Thema. Menschenführung gibt es, solange es Arbeit gibt. Also das ist ja nichts Neues, ja, im Grunde genommen. Ja, aber die Theorie und die Praxis klaffen da, glaube ich, weit auseinander. Ja. Und da kommen natürlich dann so Dinge her wie Arbeitsklima, wie gehe ich mit den Beschäftigten, mit den Kollegen um, die mir unterstellt sind. Und da könnte natürlich dann leicht auch das Arbeitsergebnis im Vordergrund stehen und nicht mehr das Wie und nicht mehr die Psyche und nicht mehr der Mensch an sich. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen versuche, das auch vielleicht für die Zuschauer praktisch zu machen, wir haben aktuell, ich glaube 2014, 2013, einen Schnitt von 3,9% Kranktage. Wir sind rückläufig bei den Arbeitsunfähigkeiten, den erfassten Arbeitsunfähigkeiten, besser mal so formuliert. Wenn ich drunter liege, bin ich gut und da das Burnout-Thema eh ein geringes ist, habe ich auch keinen großen Handlungsbedarf oder kann man das nicht so einfach mit dieser Gleichung beantworten? Also statistisch, bevor der Fachmann spricht, wir haben zwar 3,8, 3,9%, irgendwas um den Dreh rum, aber wenn man die psychischen Erkrankungen nimmt, 16% an zweiter Stelle hinter den Rückenerkrankungen, was früher ganz anders war, da waren die psychischen Erkrankungen auf Rang 4 oder so. Die Leute sind nicht mehr psychisch krank, aber es wird häufiger aufgeschrieben. Ja.
Man hat eher den Mut, Ja zu sagen, das ist so, und dann muss man auch was dagegen tun, wenn man schon den Mut hat, das so aufzuschreiben. Mhm. Und wenn wir in NRW allein so rund 18 Millionen Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen sehen, dann ist das ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also müssen wir das ernst nehmen und da was unternehmen. Hat man mehr Mut oder wird mehr Hilfe angeboten? Es ist en vogue zu sagen, ich nehme mal einen Burnout. Naja, on walk, das finde ich einfach zu kurz gegriffen. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Mut. Also es hat ja schon in den letzten Jahren auch viel Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Und es gab ja auch viele Beispiele für Menschen, zum Beispiel mit Depressionen, die es vielen anderen auch leichter gemacht haben, sie auch ein bisschen auch nach außen hin zu outen. Aber es ist nicht okay, wenn wir jetzt sagen, das ist einfach nur en vogue. Ja? Wenn Sie jetzt über Rückenerkrankungen sprechen, wenn man sich das nochmal anschaut, die stehen ja wirklich ganz oben. Mhm. Die Hälfte davon haben aber auch psychische Ursachen. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Das heißt, psychische Erkrankungen sind mittlerweile eigentlich der Hauptteil, der für Erkrankungen bei Arbeitnehmern verantwortlich ist. Und dem muss man sich natürlich einfach stellen. Und da ist, glaube ich, noch sehr viel zu tun und auch im Sinne der Unternehmen natürlich, gar keine Frage. Aber dann war es ja immer schon so. Also ich habe mal was gefunden, Neurasthenie, 18. bis 19. Jahrhundert, eigentlich ist das auch schon Burnout gewesen, ohne dass man es so genannt hat. Damals, was ich mir zumindest habe anlesen können, war es aber nicht so gut, das zuzugeben. Das war eher so ein Schattendasein, während jetzt ja dann die öffentliche Aufklärung und auch die falsche Aufklärung dazu führt, dass immer mehr darüber gesprochen wird. Wie heute auch mit unserem Thema Burnout, kann ich mal Arbeit ja bitte. Naja, aber genau der Begriff Burnout führt ja da wieder in die Irre. Ja, das ist ja auch so ein Feigenblatt. Burnout ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Nochmal. Also wir müssen schon dann auch wirklich die Diagnosen beim Namen nennen. Es geht vor allen Dingen um Depressionen, es geht um Angsterkrankungen, es geht um Suchterkrankungen, zum Teil auch psychosomatische Störungen. Und das ist noch lange nicht so, dass man damit ganz offen umgeht. Auch ich sage auch vielen Patienten, sie müssen sehr vorsichtig sein, wie Sie das auch in Ihrer Firma dann auch kommunizieren. Also da werden Sie nicht immer nur auf Verständnis stoßen. Und wir haben natürlich auch genau diese Erfahrung gemacht, dass die Patienten, unsere Patienten, die es dann offen angesprochen haben, danach auch wirklich große Probleme bekommen haben. Also es ist ja nach wie vor schon so, dass wir eigentlich die Vorstellung haben, wir sind unbegrenzt leistungsfähig. Und unser Arbeitgeber erwartet das auch mehr oder weniger von uns. Wir sind ja so sozialisiert. Und das ist natürlich schon schwierig, da eine andere Philosophie auch zu entwickeln, doch gar keine Frage. Wie erleben Sie das aus Sicht einer Krankenkasse, auch mit den vielen Unternehmen, die bei Ihnen ja Mitglied sind oder die ja auch Versicherte haben, die bei Ihnen Mitglied sind, besser so gesprochen, ist das auch größenabhängig, das Thema Druck und Leistung immer abfordern oder ist das eigentlich unabhängig von kleinen, mittel bis zu Großunternehmen? Das ist übergreifend. Es gibt Großunternehmen, die vorbildlich aufgestellt sind. Dann haben wir aber auch bestimmt welche, wo Nachholbedarf ist. Es gibt Kleinunternehmen, die allein schon aufgrund der dünnen Personaldecke einen immensen Druck haben. Wenn da einer ausfällt, dann gibt es große Probleme. Oder auch nur in einer Abteilung, wenn da drei Leute sitzen und zwei fallen aus, dann ist Holland in Not. Also da gibt es sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich wollte hier nochmal einhaken, unser Gesundheitsreport hat auch ergeben, dass also so diese viel zitierte ständige Erreichbarkeit, weil das klang eben so an, dass die gar nicht so der große Auslöser ist, weil gar nicht so viele Menschen ständig erreichbar sind. Also im Endeffekt nur 1,9% der Beschäftigten, die täglich irgendwie E-Mails abfragen müssen außerhalb der Arbeitszeit. Sehr wohl aber bei Normalbeschäftigten eine Tendenz von 12% zu Depressionen ist und die Personen, die ständig erreichbar sind, da geht es Richtung 24-25%. Also doppelt so hohes Risiko an einer Erkrankung des depressiven Formenkreises, wie man sagt, zu erkranken. Das gibt natürlich schon zu denken und da sollte natürlich dann auch eine Firma reagieren. VW hat es mal vorgemacht, die haben gesagt, so Manager ab 18 Uhr keine E-Mails mehr lesen und die bekommen gar keine mehr. Also es gibt Möglichkeiten. Sind die Zulieferbetriebe geknebelt worden, doch schneller liefern zu können? Und dann ist VW in der Presse positiv und der Zulieferbetrieb negativ. Klar, wir wollen ja nicht über Lippenbekenntnisse oder Werbungsaktivitäten sprechen, sondern es muss dann auch wirklich Hand und Fuß haben. Ja. Das ist natürlich unsere Forderung.
Ich habe so ein bisschen Bedenken, gerade wenn man so Zahlen hört und Statistiken liest, dass auch vielleicht dann gerade was so politische Entscheidungsprozesse betrifft, dann doch eher so Lobbyismus, Pharmalobby, große Arbeitgeber und Konzerne, die global agieren, da ja auch nicht unwesentlich eine Rolle spielen beim Thema Depression oder besser in unserem Fall Burnout. Denn es geht ja auch um Geld. Man will ja auch Generika oder auch Arzneimittel vielleicht verkaufen. Das ist ein Markt, der ist legitim. Ist es nicht auch vielleicht ein bisschen viel Öffentlichkeitsarbeit, zu viel Prävention, 43 Millionen Einträge, wie gesagt, bei Google kommen ja irgendwo her. Diese Industrie kommt irgendwo her. Dass man auch versucht, einfach mit der Angst Geld zu machen, dass man sagt, passt auf, Burnout wird immer mehr, ich habe hier die Pille für davor, danach und das ist auch ein Aspekt, der vielleicht zu oft untergeht. Als Krankenkasse und auch als letztendlich Mediziner haben Sie ja Ihre eigenen Erfahrungen, wie man damit umgehen müsste. Ja, also natürlich gibt es das auch. Das gibt es immer. Und natürlich wird da auch ein Markt geschaffen. Das ist übrigens nicht nur der Pharmamarkt, das ist eben auch dieser Psychotherapiemarkt, Heilpraktikermarkt und was auch immer. Das ist ja völlig unbestritten. Das gehört dazu. Ja? Müssen Sie ja wissen, auch als Unternehmer. Aber trotzdem, also es wird schwierig dann zu sagen, na, das ist jetzt das Hauptproblem. Bei uns in der Klinik kommen natürlich die Menschen an mit wirklich schwer ausgeprägten psychischen Störungen. Ja, und das muss man dann schon sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, das wird weniger, sondern eher, die kommen eher mittlerweile in die Klinik, auch wenn es sie früher schon gegeben hat, aber die kommen mittlerweile eher in die Klinik. Und das, denke ich, ist schon ein sehr positives Zeichen auch, dass sie sich also auch das zugestehen können, Hilfe zu suchen. Um dann später natürlich auch wieder beruflich auch leistungsfähiger zu werden. Das, je länger das unerkannt bleibt, je länger das unbehandelt bleibt, vernünftig behandelt natürlich, desto schlechter ist natürlich auch die Prognose. Ja, also eine große, wir müssen im Grunde dahin kommen, dass diese Stigmatisierung einfach wegfällt. Also auch übrigens gerade Menschen in Vorstandsetagen, Management-Ebene oder so, die haben ein Riesenproblem damit. Sich dann aktiv dazu zu äußern? Ja, natürlich, ganz klar. Ja, dann gibt es mittlerweile auch dann psychosomatische Kliniken, die leben dann davon. Ja. Die sind dann irgendwo JWD im Süddeutschland, in den Bergen oder so, haben dann so ihre eigenen Managergruppen, ja, damit bloß keiner das mitkriegt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer die Lösung sein kann. Nochmal, gar keine Frage, das wird zum Teil auch genutzt, ja, also sicherlich Interessen geleitet von der Industrie. Es gibt auch natürlich Mitarbeiter, die das für sich möglicherweise nutzen, aber da dürfen wir natürlich nicht die vergessen, die wirklich ernsthaft betroffen sind. Und das sind schon sehr viele. Aber noch nicht so viele vielleicht, dass man sich da sehr mit der Lupe drum kümmert. Herr Lange, wie sehen Sie den Konflikt mit den Pharmaproduzenten als Krankenkasse? Schwer zu ermitteln. Also es gibt natürlich immer auch eine Dunkelziffer, aber da sehe ich nicht den großen Konflikt. Also, aber es gibt 1 Million Menschen, die als rezeptfrei sich letztendlich ja auch dann auf Putschmittel und kein Red Bull in dem Sinne oder auch andere Dinge oder keine Werbung machen oder Monster, wie sie alle heißen, dazu führen, die wirklich in die Apotheke gehen und sich da rezeptfrei letztendlich Stimulantien zuführen. Müssen Sie da auch sagen, das ist eigentlich zu viel Geld für die falsche Idee ausgegeben. Ja, gut, das ist jetzt zwar nicht das Geld der Allgemeinheit, der Krankenversicherten, aber jeder sollte da überlegen, nicht nur vom Geld her, auch was tue ich meinem Körper an. Das ist, ich sag mal, wenn Sie Vitaminpillen nehmen, dann müssen Sie auch schon überlegen, wirkt das zum einen und zum anderen hat es nicht auch einen Schaden. Und das geht bei solchen Sachen natürlich auch weiter, klar. Also da sollte jeder für sich genau überlegen und auch mal einen Arzt zu Rate ziehen, ob das sinnvoll ist, ob es nicht sinnvoll ist und ob es nicht vielleicht sogar einen Schaden mit sich bringt. Ja. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass wir wirklich über dieses Stigma hinwegkommen. Das klang eben schon an von Dr. Hilger, dass die Menschen eben den Mut haben, sich einem Arzt zu offenbaren und dann zu schauen, was ist Sache. Und dass sie natürlich in der Firma, das hat auch unser Gesundheitsreport ergeben in der Umfrage von Beschäftigten, dass sie in der Firma nicht unbedingt sagen, hier, ich habe Depressionen, ich habe Angststörungen oder sonst was, das ist auch klar. Da muss man dann auch mit dem Arzt, mit dem Therapeuten individuelle Wege suchen, das möglichst gut hinzukriegen. Dass man da dann aus der Sache gut rauskommt und sein Gesicht wahrt, aber dennoch den Arbeitsplatz behält. Sind Sie da eher Coach, Herr Dr. Hilger, wenn Sie jetzt da die Arbeitnehmer auf Ihrem Stuhl, auf der Couch, wie man vielleicht dann auch das so ein bisschen bildlich vor Augen hat, dann vor sich haben? Das sagen, geh damit so und so um, versuch mal die Strategie. Na, Coaching ist jetzt natürlich
Das nächste Schlagwort. Ja. Ja, also heute sind ja alle Coaches. Und, nein, also wir machen schon Therapie. Ja, wir wollen schon individuelle Lösungsmöglichkeiten mit den Patienten erarbeiten, wie sie aus diesem Dilemma wieder rauskommen. Ja, wie sie für sich auch wieder Lebensqualität auch entwickeln können. Sei es an dem Arbeitsplatz, sei es auch nicht an dem Arbeitsplatz. Das sind ja Dinge, die muss man dann natürlich auch genau beleuchten. Die wenigsten können sich das natürlich leisten, den Arbeitsplatz zu wechseln. Da muss man gucken, wie können sie Ausgleiche schaffen. Also das ist ja die Zeitarbeit gut, da muss man den Platz ja wechseln. Das ist ja in der Natur der Sache gegeben. Das schnaufen Sie ja lange. Ah. Natur gegeben oder gibt es da Begründungen, nee, die Sie zum Schnaufen führen? Es ist natürlich so, jetzt, es gibt gute Zeitarbeitsplätze, Firmen und auch Arbeitsverhältnisse, es kommt immer auf beide Seiten an, man muss ja auch wollen, aber es gibt natürlich auch prekäre, Sie wissen es genau wie ich, es gibt deutschlandweit natürlich auch jede Menge Firmen, wo das für die Beschäftigten nicht so gut läuft und dann sprechen wir ja von prekären Arbeitsverhältnissen und die führen natürlich erheblich zu mehr psychischen Belastungen von der Arbeitswelt her, als jetzt bei einem Unternehmen, wo es rund läuft, wo ich gerne arbeite. Aber wäre nicht, gar nicht geplant, aber dieses Wechseln an einen Arbeitsplatz, der mehr liegt und auch andere Rahmenbedingungen bildet, eigentlich dann das Idealbild für die Reduzierung von Burnout-Risiken, dass man sagt, wenn das Gespräch sinnvoll und erfolgreich funktioniert, kann man mit Einsätzen, Projekten, die Ingenieure machen das ja in Projekten, das klingt da ein bisschen netter, ja auch über Wochen, Monate bis zu einem neuen Tätigkeitsfeld, sodass es eigentlich, Flow-Begriff ist ja auch schon mal hin und wieder mal in der Öffentlichkeit diskutiert, eigentlich ein gutes Instrument wäre, um diesem vorzubeugen. Wenn ich sehe, ich schaffe was nicht mehr, dass man sich gemeinsam um einen anderen Platz, andere Aufgaben kümmert. Also theoretisch klingt das natürlich sehr gut. Von unseren Erfahrungen her, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ist das relativ selten, dass das den Mitarbeitern dann auch genau so angeboten wird, wo sie dann auch selber mitentscheiden können. Die Möglichkeiten gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Aber sie entscheiden schon durch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also jeder entscheidet ja im Grunde, wenn ich mal ein bisschen polarisiere, über eine ich bin nicht mehr arbeitsfähig Entscheidung, dass ich mich hilfreich an Sie wende oder beim Arzt dann Rückenprobleme vielleicht. Die Entscheidung nicht beim Arzt, nicht beim Patienten. Das muss man schon so sagen. Ja. Und es ist kein frei gewähltes Schicksal. Also ich bin jetzt krank oder nicht. Man ist krank oder man ist nicht krank. Ja? Also das würde ich schon noch ein bisschen anders sehen von der Tendenz her. Ja. Wir suchen natürlich mit unserem Versicherten das Gespräch. Also wenn wir sehen, dass jemand über Wochen krankgeschrieben ist, dann suchen wir das Gespräch. Spezielle Manager, Fallmanager, die dann Kontakt aufnehmen mit den Erkrankten. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Datenschutz ist in Deutschland ganz hoch gehängt. Wir kriegen auch nicht alles übermittelt. Wir kriegen so eine Diagnose auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das war's. Und dann müssen wir erstmal in Kontakt treten, müssen mal ermitteln, was hat er wirklich, was hat sie. Und dann auch mal erfragen, wie sieht der Arbeitsplatz aus. Weil das wissen wir auch nicht. Wir kriegen nur so einen Schlüssel gemeldet. Wenn ein Arbeitnehmer angemeldet wird, da können wir gerade mal sehen, Angestellter oder Azubi, das kaufmännisch vielleicht noch, das war's. Also müssen wir ins Gespräch kommen. Und dann fragen wir natürlich auch nach den Bedingungen und wir fragen auch danach, ob eine Arbeitsplatzumbesetzung überhaupt denkbar ist. Und dann kann man auch ein Gespräch gemeinsam mit dem Arbeitgeber suchen und in größeren Betrieben lässt sich das umsetzen. Wenn Sie jetzt einen Installationsbetrieb haben, da sitzt eine Frau im Büro, der Chef ist da und da sind drei Gesellen, das war's. Da haben Sie keine Möglichkeit, den Installateurgesellen jetzt irgendwo anders hinzusetzen. Aber es gibt in anderen Bereichen natürlich Möglichkeiten. Das ist dann auch eine Chance, die man nutzen kann. Aber eingeschränkt leider. Aber ich komme mal auf die Theorie nochmal, weil im Grunde, wenn wir doch Demografieentwicklungen haben, die einfach uns alle älter werden lassen, auch die Gesellschaft älter werden lassen, wir haben Fachkräftemangel, ist es denn nicht eigentlich eine Notwendigkeit, diesem Thema sich zu stellen, auch wenn es noch theoretisch ist, zu sagen, lasst uns gucken, wie die Qualifikationen, Chancen, die Möglichkeiten immer im Augenblick bestmöglich eingesetzt werden, auch für die Gesundheit bestmöglich eingesetzt werden. Müssen wir da nicht sowieso hinkommen, weil wir gar keine Arbeitskräfte in Zukunft mehr haben werden, die ausreichend vorhanden sein werden, um bestimmte Dinge zu tun? Ich bin, da besteht doch Konsens, oder? Ja, ich hoffe. Das ist ja völlig klar. Natürlich müssen wir uns genau diesem Thema stellen. Ja, und wir müssen gucken, wie kann man auch Arbeitsplätze menschlich gestalten weiterhin. Auch im Zeitalter der Globalisierung. Und so, es wird ja gerne immer gesagt, das geht alles nicht. Und so. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen sehr kurz gedacht. Ja. Nein, damit müssen wir uns beschäftigen. Ja, und ich glaube, dass dann eben die Arbeitgeber auch da entsprechende Fachleute auch reinholen müssen in die Betriebe. Herr Lange, letzte Frage an Sie beide, Herr Dr. Helger.
Wann weiß ich, ich bin gefährdet, wenn es um Burnout geht? Und was glauben Sie oder welchen Tipp haben Sie aus Sicht der Krankenkasse? Was sollte man dann auf jeden Fall tun? Keine leichte Frage, muss ich sagen, weil die Anzeichen, das klang eben auch schon mal an, die Anzeichen für ein Ausgebranntsein sind sehr, sehr unterschiedlich. Bis dahin, dass es auch Leute gibt, die eigentlich ein Bore-out haben, also ein Gelangweiltsein am Arbeitsplatz, die sich dadurch aber schon fast ausgebrannt fühlen. Ich glaube, es gibt eine ganz große Palette von Dingen, die man fühlt, die einen unzufrieden sein lassen. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Wenn es dann soweit ist, was ist Ihr Tipp? Der Tipp wäre natürlich, dass wir uns auch gesamtgesellschaftlich besser aufstellen, dass die Familie wieder mehr auffangen kann. Das sind ja alles Dinge, die auch weggefallen sind. Da haben wir jetzt nicht drüber sprechen können, wir haben nur die Arbeitswelt betrachtet, aber so das private Umfeld muss stimmen. Das muss einiges auffangen können, da muss man über alles reden können. Das wäre natürlich sehr erfreulich, dann könnte man auch einiges von dem auffangen. Also mehr Familie, mehr Zusammenhalt, vielleicht weniger Social Media, mehr echte Gespräche. Ja. Dankeschön. Dr. Ich kann das im Grunde ja nur unterstreichen. Ja, die realen Kontakte sind das Entscheidende, nicht die virtuellen dabei. Völlig klar. Trotzdem ist es sehr, sehr schwierig, da einen Tipp zu geben. Also wenn Menschen merken, dass sie sich verändern, dass ihre Freizeit anders gestalten, dass es zwischenmenschlich auch im privaten Bereich Probleme gibt, wenn sie selber sich eben erschöpft, lustlos fühlen, wenig Interessen haben oder weniger Interessen, wenn sie das spüren, spätestens dann sollten alle Signallampen irgendwie leuchten und dann sollten sie sich natürlich Hilfe holen. Und das ist genau, da habe ich ja eben schon gesagt, genau das Problem. Erster Ansprechpartner jetzt also im medizinischen Bereich ist natürlich erstmal der Hausarzt, der dann gegebenenfalls auch weiter vermitteln kann. Patienten können sie aber, wenn es ihnen wirklich sehr schlecht geht, auch gerne natürlich in der Klinik Unterstützung holen, dass sie bei uns Informationen bekommen. Also das sind auch schon Möglichkeiten, wobei das natürlich auch alles irgendwo begrenzt ist. Das ist ganz klar. Also die Versorgungssituation ist im Moment natürlich nicht ideal. Mhm. Die ist besser als in den meisten Ländern, aber nicht ideal. Ausbaufähig. Absolut, ja. Ausbaufähig. Ja. Vielen Dank. Ja, meine lieben Zuschauer, ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen informieren können über das, was Burnout wirklich ist, nämlich nicht das, was vielleicht bei 43 Millionen Einträgen bei Google zum Beispiel dann mit den Heilmitteln, der Esoterik und was auch immer es da noch gibt, dann verbunden wird. Danke an die sehr kompetenten und auch guten, fundierten Infos aus Sicht der Krankenkasse, der DRK. Dankeschön, Herr Lange, aus der DRK-Welt und Dankeschön, Herr Dr. Hilger, aus Sicht des Mediziners hier von Stiftung Tannenhof. Für mich bleibt festzuhalten, das ist sehr subjektiv. Das ist eine Sache, die man nicht über einen Kamm scheren kann und als Aufforderung für uns alle immer dann, wenn eine Veränderung, die ja nicht schlimm sein muss, aber anfängt unangenehm zu werden, so würde ich es formulieren, also sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden und natürlich an alle unsere Mitarbeiter und Kunden, sprechen Sie mit uns, sprechen Sie mit mir, mit Frau Münnekow, mit Herrn Westhoff, mit wem auch Sie kennen, Frau Westhoff, alle, die Sie kennen bei der Arbeitsunternehmensgruppe, denn wir wollen langfristige Beschäftigte, wir wollen Mitarbeiter, die gesund sind, damit sie auch letztendlich dann im Sinne der eigenen Entwicklung und unserer Entwicklung weiter mitarbeiten können. Ja, vielen Dank für heute. Ich danke nochmal an die Gäste und natürlich gibt es ein kleines Präsent. Das machen wir, wenn die Kameras aus sind, denn wir haben hier Compliance, wir wollen keinen hier im Misskredit bitten. Vielen Dank, eine schöne Woche, bis zum Mai. Schön, dass Sie dabei sind.